Dann lasst mal das muntere Metzeln weiter hier fortfahren. Und das letzte Mal hier bei Legends of Arena haben wir den Algier in unsere Gruppe bekommen. Ein Bogenschütze, Verstärkung für unsere Lüsser. Und jetzt werden wir weitergehen auf der Suche nach dem Stab. So, eigentlich sollten die jetzt fast kein Problem mehr sein. Wir sind zwar niedriges Level, aber dafür Masse statt Klasse, sage ich mal. Ja, wir sind jetzt einige mehr wieder. Das heißt einige, einer mehr. Aber dieser eine macht dann schon viel aus, glaube ich. Bisschen Gold gammeln. Wir müssten, ich muss mal kurz schauen, ja, bald wieder mal zu einem Händler. Wobei, wir haben noch genug Heiltränke. Ich habe es seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Also seit ungefähr einer Woche. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist bei mir halt oft so, dass ich mich dann um andere Spiele kümmere. Und dann, ja, das eine oder andere leider vernachlässige, was ich eigentlich nicht möchte. Tue es aber trotzdem. Ach, guck mal. Ja, wir müssen den erstmal anklicken. Komm mal her, kannst du den Muskosa oder so beschwören. Und danach nimmst du hier wieder deinen Fire Shot. Unser anderer Magier, der heilt, was er jetzt eigentlich, glaube ich, erstmal nicht braucht. Nimm hier erstmal die Funken. Du musst ja steigen, ist ja Stufe 6. Und der ist schon Stufe 10. Ja, der hinkt wieder ein bisschen hinterher. Aber das ist irgendwie immer so bei Naturmagiern. So kommt mir das zumindest vor. Und so ist es vielleicht auch vorgesehen bei Dungeon Sieg. Ich weiß es nicht. Ist mir ja auch egal. Hauptsache, wir kommen ganz gut durch. Dann dümpelt halt der eine da hinten ein bisschen hinterher. Oh, ich glaube, hier geht's wieder raus. In die Freiheit, an die frische Luft. Oder auch gegen eine Wand. Ich werd's versuchen. Ja, geil. Marsch der Gefrorenen. Ja, wenn wir mal da rauskommen würden, wär's geil. Hier ist aber eine unsichtbare Wand, wie es scheint. Haben wir da einen Bug erwischt, einen kleinen? Ja, ich weiß. Da ist der Marsch. Umgehend. Am Arsch ist der Marsch. Aber irgendwie... Nee. Oh doch. Oh Gott, was war denn das? Kommen wir wieder rein? Wird gemacht. Jetzt geht's. Ach, aber das war eine unsichtbare Wand, ne? Die haben wir einfach durchdrungen. Mit unserer schieren Willenskraft. Und hier haben wir ein neues Buch. Ja, hier ist wieder der Arsch, der Marsch. Scheint wieder ein Sumpf zu sein. Ja, wie auch schon im ersten Teil. Und hier haben wir die Priester des Sikatrix. Lesen wir mal kurz durch, beziehungsweise ihr lest das. Ich lese das dann offline. Wir sind die Unheiligen, die finsteren und dunklen Diener des Herrn des Todes. Seine Majestät, Fürst irgendwas. Okay, und tschüss. Gut, wo geht's weiter? Hier, ne, sah aus wie ein Wegweiser. Wie ihr wünscht. Ja, im Sumpf muss man immer ein bisschen Acht geben. Können auch wieder neue Gegnertypen kommen. Wer weiß. Oh, dieses Vieh. Wieso muss das die Dinger immer zerstören? Geisterrüstung, Säurekugel. Neues Schild. Stecken wir alles ein. So. Wie gesagt, hier können neue Gegnerhorden kommen. Die wir noch nicht kennen. Und da müssen wir erst wieder eine neue Taktik zusammenlegen. Erstmal automatische Speicherung. Das heißt, wir sind hier wirklich auf dem richtigen Weg. Dem Stab entgegen. Ach, guck mal. Die kennen wir noch gar nicht, oder? Ja. Tschüss. Komm. Oha. Was? Kacke. Ja, wie ich schon gesagt habe, neue Gegner erfordern neue Taktik. Hätte ich mal die Taktik HHH wie Heiltrank oder Habi Gesundheitstrank nehmen müssen. Was muss erstmal wieder zum Leben erwachen. Aber was war das? Wie? Flächender. Aha. Ein Flächender. Okay, er deckt ein paar Flächen aus. Da ist unser John da. So. Hier, heil dich mal. Was wollte ich nochmal schauen? Ich wollte hier nochmal die Quests angucken. Hier, das haben wir noch nicht gemacht. Da sind wir ja. Jetzt müssen wir Jambalaya suchen. Jambalaya Jumbo. Und hier haben wir noch
Die Angehörigen müssen wir finden und hier den Stein. Zerstört die Hasati, die den Stein besitzen. Das werden wir wohl auch noch tun. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ich spiele momentan so viel Ark, muss ich sagen. Ihr kennt das, dieses Dino-Survival-Spiel, dass ich gar nicht mehr dazu komme, ein paar andere Games zu Let's Playen, was relativ schade ist. Jetzt ist mal wieder eine kleine Abwechslung hier mit Legends of Arena. Freut mich auch mal, was anderes zu zocken. Was steigt denn da auf? Oh, eine Sense. Jetzt können wir Gefahr der Tod spielen. So, ich werde es versuchen. Andere Fass lassen wir stehen. Okay. Okay, hier gibt es dann wieder eine Abkürzung. Nee? Kein Strom, oder was? Höhle des Sikatrix. Ach, guck mal. Und da ist ein kleines Dörfchen. Ich gebe mein Bestes. Oder so eine kleine Siedlung. Vielleicht auch ein Kriegslager. Wir wissen es nicht. Wir können es nur erahnen. Und wir sprechen mal mit Wächter Keck. Nehmt euch in Acht, kleiner Mensch. Der Sumpf ist voller schrecklicher Bestien. Die meisten sind schon tot und am Verrotten. Alles klar. Danke für die Warnung. Huch. Was haben wir denn hier erfüllt? Ihr habt die Verwandten von Natsch, dem Halbriesen, gefunden. Ah, okay. Die Verwandtschaft ist das. Naja, eine gewisse Ähnlichkeit besteht ja doch, außer hier mit denen. Keine Ahnung, was die hier wollen. Hinten könnten wir wahrscheinlich wieder uns einen Packesel zulegen. Wo ist denn unserer überhaupt? Ach, guck mal, da hinten. So, dann quatschen wir mal mit den ganzen Bewohnern des Dörfchens. Wer bist du? Jayan? Meine Schwester Megan und ich sind die einzigen Überlebenden einer gescheiterten Handelsexpedition. Als wir noch sehr jung waren, wurde unsere Karawane einschließlich unserer lieben Eltern bei einem Überfall getötet. Die Halbriesen retteten uns und zogen uns wie ihre Kinder auf. Meine Schwester hat das Herz eines Abenteurers, ich jedoch nicht. Ich bleibe hier beim großen Volk. Viel Glück! Na, okay. Das heißt, wahrscheinlich die Schwester könnten wir mitnehmen. Das Findelkind. Aber das hier ist, ich finde es hier schön gemacht. Mit dem Halbriesen Colin bewachen. Was? Colin heißt er denn Colin bewachen? Haben die alle solchen Namen? Kir. Heiliger Tass. Wim. Und du heißt Acha, der Schmied. Na, da wissen wir, wo wir dran sind. Da können wir dann was verkaufen. Na, was haben wir denn da? Ein Abenteurer. Wird aber auch Zeit, dass hier was Interessantes passiert. Meine Schwester Jaylen mag sich mit dem Händlerleben zufrieden geben, aber ich nicht. Mein Arm ist stark, mein Verstand hellwach. Hör zu, ich langweile mich hier zu Tode. Nehmt mich mit, ja? Ich kann gut mit dem Bogen umgehen. Viel besser, als ihr ahnt. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Festnacht. Ja, alles klar. Wir haben aber schon zwei Bogenschützen. Das heißt, ich glaube, auf dich können wir verzichten. Wobei ich denke eh, dass wir dich nicht mehr mitnehmen können. Schauen wir mal. Bogen, ja. Fernkampf 11. Was hast denn du hier? Du hast mittlerweile Fernkampf 9 und Fernkampf 9. Können wir die denn überhaupt noch mitnehmen? Ich probier's mal. Nein. Ihre Gruppe ist vollzählig und ich habe jetzt erstmal keine Lust, auf irgendjemanden von denen zu verzichten. Das heißt, wir lehnen erstmal ab. Tut mir leid, junge Frau. In Ordnung, dann macht euch auf den Weg. Ihr werdet es bereuen. Na, werden wir sehen. Ich glaube nicht. Ich hätte sie gerne mitgenommen. Aber wir sollen mal hier bei ihren Halbriesen bleiben. Die kümmern sich gut um sie. So, sprechen wir erstmal hier mit Kir. Der scheint so... Nee, das ist der Anführer wahrscheinlich. Heiliger Tass oder der Wim. Aber wir sprechen mal alles durch. Seid gegrüßt, Fremder, und willkommen. Euresgleichen wurde hier seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Vor vielen Jahren waren zwei Abenteurer aus Ahok dem Volk dieses Landes von großer Hilfe. Waren sie vielleicht mit euch verwandt? Ihr seht ihnen ähnlich. Wie dem auch sei, wir sind Händler aus dem weit entfernten Arana. Und obgleich wir groß sind, sind wir nur gering an Zahl. Ich muss euch warnen. Der vor uns liegende Sumpf ist das Reich von Sikatrix, dem Fürst der Untoten. Er ist verseucht mit allerlei verdorbenen Wiedergängern und Gespenstern, die willenlos nach seiner Pfeife tanzen. Das klingt gefährlich, aber Gefahr ist unser 10. Vorname.
Und das könnten unsere Eltern gewesen sein, die zwei, die hier durch das Land gestreift sind. Striffen sagt man ja nicht, gestreift sind. Also deswegen auch die Ähnlichkeit. Am Rande des Sumpfes liegt ein hoher Berg. Ein Berg der Toten, der nicht so hoch ansteigt, wie er sich hinabwindet. Von dort aus lenkt Fürst Cicatrix seine Legionen der Toten. Tag und Nacht plagen uns seine finsteren Akolyten. Wir wären euch zu größtem Dank verpflichtet, wenn ihr diese widerwärtigen Kreaturen zähmen könntet, die uns vom Handel mit unseren Freunden, den Utreern, abhalten. Na klar, zähmen wir sie, aber anstatt zu zähmen, glaube ich, töten wir sie lieber. Mal sehen. Weil zähmen heißt ja im Prinzip dann auch, dass die uns vielleicht folgen. Nein, komm, tschüss. Gut, dann haben wir... der sieht wirklich gefährlich aus. Finstere Ankolyten ausschalten. Die finsteren Ankolyten, alles klar. Werden wir doch tun. Willst du jetzt mal mit deiner Verwandtschaft reden? Ich werde euch gut beschützen. Schon zurück? Wir können euren Triumph über die finsteren Akolyten kaum noch erwarten. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich glaube, der muss doch mal hier mit seinen Leuten auch mal sprechen. Das Schicksal ist gnädig. Ich sehe Natsch bei euch. Habe ich recht? Das Schicksal ist uns an diesem glücklichen Tag wohlgesonnen. Ich bin Tass, Medizinmann meines Volkes. Wenn ihr verletzt oder heilungsbedürftig seid, kann ich euch viele Salben und Heilmittel anbieten. Selbst einige Zaubersprüche. Wahrhaftig, alles für diejenigen, die uns unseren verschollenen Natsch wieder bringen. Was hast du denn Schönes? Boah, was ist das denn? Höhlenbär beschwören, geil. Dann hier die Ratte. Ich bin ja eh der fürs Beschwören. Aber Zauber habe ich mir noch nie gekauft und werde ich auch nicht mit anfangen. Tränke haben wir genug. Wir können uns mal nachher gucken, was wir noch ausstatten können. Und dann weiter einkaufen. Bei dem können wir bestimmt 3 Tiere holen. Ja, nochmal ein Packtier. Brauchen wir nicht. Ich sehe, ihr habt auf euren Reisen viel erworben. Gegenstände vom hohen Preis und reich an Magie. Ja, benötigt ihr vielleicht ein Packtier? Ein Wesen, auf das ihr euch, dass ihr eure Last ablegen könnt? Dann seht euch meine Trax an. Hervorragende Tiere, nicht wahr? Es stimmt. Sie, strahlen einen gewissen Geruch aus. Zum Glück gibt's kein Geruchsgaming. Doch der Held, Stechfliegen und gefährliche Insekten in Schach. Ha! Trefft eure Wahl. Ganz ohne Zweifel werdet ihr meine Preise angemessen finden. Ja, 1000 ist nicht viel für so ein Vieh. Aber wir haben schon eins, tut mir leid. Und beim Schmied können wir auch noch was kaufen? Seid gegrüßt. Wenn ihr Waffen oder Reparaturen benötigt, dann seid ihr in Achas Schmiede genau an der richtigen Stelle. Hier kann ich alle Schäden an Klingen oder Helmen beheben, jede Rüstung umformen und alles mit ungemein mächtigen Zaubersprüchen versehen. Tretet näher, kleiner Freund, tretet näher und seht, was ich anzubieten habe. Alles verkaufen? Was? Klicken, um automatisch Gegenstände aus dem Inventar zu verkaufen. Nein, wir wollen ja nicht alles verkaufen. Aber der hat geile Sachen dabei. Oh Gott, ich glaube... Jetzt wird wieder neu ausgestattet. Die Bücher können wir loswerden. Herrje. Ich will aber noch mal ganz kurz was schauen, bevor ich mich ausstatte. Ich mache danach eine separate Folge, glaube ich. Mit nochmal einem Shopping King oder Queen. Aber erstmal will ich mal gucken, was uns im Sumpf erwartet. Ich beneide euch nicht. Wenn ihr den Weg durch den Marsch in Angriff nehmt, wenn die untoten Scharen von Fürst Cicatrix euch nicht töten, dann erledigt dies vielleicht der Sumpf. Passt auf, wo ihr hintretet. Und seid auf der Hut vor Schlagtümpeln und Treibsand. Treibsand in einem Sumpf? Das wäre mir aber auch neu. Ach Gott, soll ich jetzt da hinten? Nein, komm. Das nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff. Dann stelle ich mich jetzt doch erstmal neu aus. Sorry dafür, aber es muss sein. Wir haben so viel Scheißdreck auch. Das heißt, erstmal diesen Scheißdreck alles verkaufen, was wir nicht brauchen. So. Der scheint ganz gut zu sein. Was haben wir hier? Den können wir natürlich nicht öffnen. Schön. So, alles, was wir nicht benötigen, wird verscherbelt. Oh, Geschicklichkeit. Verteidigung 4. Wer braucht aber eine gewisse Geschicklichkeit? Trägst du schon gute Schuhe? Ja, du trägst schon gute Schuhe. Ja, ihr recht. Und ihr dürftet die Geschicklichkeit noch nicht haben dafür. Ach komm, alles was grau ist, verkaufen wir jetzt einfach.
Machen wir schnell, oder? So viel ist da, glaube ich, gar nicht dabei. Wir haben so gute Stäbe, die die wahrscheinlich nicht tragen können. Mensch, ich glaube, das dauert jetzt wieder. Es tut mir leid. Ich weiß. So, der kommt weg. Fügt einen stärkeren Nahkampf-Kampfzauberfähigkeit hinzu. Wer ist denn unser Kampfzauberer? Du, oder? Ach, nein, du bist Natur. Ach Gott, ein bisschen überfordert bin ich immer mit dem Einkaufen. Es nervt dann auch ab und zu. Kampfzauberfähigkeit, Stärke. Ach, komm, weg damit. Wir geben uns erstmal wieder alles und schauen, was wir holen können. Hier ist Natur. Natur warst du. Schauen wir mal, welche Zauber du dann als nächstes benutzen kannst. Ich würde ja gerne euch ein bisschen was anderes erzählen. Über, keine Ahnung, Neuigkeiten, die es bei mir gibt. Aber da gibt es wirklich nicht viel. Oh, falschen Typ gegeben. Och, komm, komm. Das können wir verkaufen. Die Schuhe auch. Ich denke, diese Robe. Ja, komm, weg damit. Das braucht Geschicklichkeit. Das braucht Geschicklichkeit. Der braucht... Der wird verkauft. Das oben auch, oder? Oh, komm, so. Ein bisschen sortieren wieder. Gibt halt nicht viele Neuigkeiten. Wie schon gesagt, ich spiele momentan sehr, sehr viel Ark. Und deswegen bleibt auch manchmal kein Platz für andere Spiele. Ich sag euch, wenn ihr Ark noch nicht ausprobiert habt, müsst ihr das unbedingt mal spielen. Ist ein tolles Spiel. Nur muss man halt dann auch wirklich Survival-Games mögen. Sonst macht das keinen Sinn. Die verwechsel ich jetzt leicht. Das ist mein Kampfmagier. Und das ist mein Bogenschütze. Mein neuer Bogenschütze. Was gebe ich denn jetzt den Mana-Trank? Gott. So. Altringe, hast du noch? Die Bögen kriegt natürlich... Ja. Wollte ich gerade sagen, die kriegt unsere Bogenschützin. Allerdings hat die das Inventar schon voll. Was ist das für eine Rüstung? Wir schauen jetzt einfach mal durch. Komm, verkaufen. Stäbe kriegen natürlich unsere Magier. Aber ich glaube... Nee, der hat sein Inventar noch nicht voll. Jetzt. So, Waffen. 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 Ja, die Folge werden wir jetzt wieder nur einkaufen und wahrscheinlich den Anfang der nächsten auch. Also wenn ihr wollt, könnt ihr den Anfang der nächsten Folge auch schon überspringen. Im Prinzip, weil wir da auch nur Sachen kaufen und verkaufen. Na, die kann ich nichts mehr tragen, nee. Dann schauen wir mal, was ist das für ein Helm? Verteidigung 9, Verteidigung 7 und bringt noch cool, cool. Geil, den nehmen wir mit, oder? Ha! Es wird uns da irgendwas über den Kopf. Egal. 27. Ja, wir haben schon eine ziemlich bessere. So, wie sieht's aus mit einer neuen Waffe vielleicht? Schaden? Nee. Kommen wir... Nee. Nope. Und wie sieht's hier mit dem hier aus? Nein. Also alles nicht gut. Wobei hier das Ahok-Langschwert, wer hat, der trägt denn da die Ahok-Rüstung? Da hat doch irgendjemand getragen. Hier, unser guter Freund, Ahok-Leder. Das Schwert ist natürlich blöd für den. Naja, wir schauen mal, was sich daraus noch ergibt. Wie gesagt, wir verkaufen hier unsere Sachen. Das dauert halt ein wenig. 41, 27, kriegt der hier weiter. 5, 7. Nahkampffähigkeit behältst du, oder? Feuerstärke 14, 15. Na komm, weg damit. Bögen würde eigentlich die kriegen, aber die hat noch so viele Schuhe. Die können wir alle weg. Die geben wir uns erstmal. Was ist hiermit? Ich glaube, das ist schlecht. Ja. Rüstung 11. Hier. Die Bücher verkaufen wir einfach alle. Egal, ob sie wertvoll sind oder nicht. Weg. Bringt es noch irgendwie was? Fügt. Das ist aber gut mit Mana und sowas. Erfordert Geschick, Stärke 10. Wie geht es? Geben wir uns auch mal.
Was ist das? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass euer Charakter im Fernkampf getroffen wird. Was? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Charakter im Fernkampf getroffen wird. Ach, guck mal. Ach. Ja. Es war klar. Es war klar. Die können wir nicht tragen, weil unsere Geschicklichkeit nicht hoch genug ist. Jetzt geht's. Und danach geht's wieder nicht. Heben wir sie auf. Den Stab können wir loswerden. Zack. Was ist das? 33, 27, Nahkampf. Manchmal ist es hier mit den Rüstungen und alles viel zu kompliziert. Aber was hat denn der für Status? Das Schwert war nicht besser. Nee, es war Aroks Schwert. Hier. Das war vorher Geschick. Verteidigung 4, Verteidigung 4, 12 Gesundheit. 12 Gesundheit ist dasselbe. Verteidigung 6. Aber das bringt nochmal 12 Gesundheit. Dann nehme ich lieber die Gesundheit an mich. Ach ja. Komm, ich glaube, wir beenden die Folge gleich. Kurz und knackig war sie. Jetzt haben nicht viel gekämpft, sondern einfach nur Sachen verkauft. Wobei, ich rüste mich jetzt noch fertig aus und werde das wahrscheinlich offline tun und euch dann mal zeigen, was es denn so Neues hier im Inventar gibt. Weil das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumlaber und nur über Scheiße. Und ihr sitzt da und schaut euch die Folge an und denkt, was labert der für einen Kack, ne? Also, wir sind hier endlich im Dorf angekommen, haben Natsch seine Familie zurückgebracht im Prinzip, seinen Stamm. Wir werden das nächste Mal in den Sumpf aufbrechen und ich statte mich jetzt erstmal offline aus. Also, wir sehen uns. Tschüss!